Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute möchte ich einen Überblick über verschiedene Datenbankschlüsseln geben und anhand eines Beispiels auf der Datenbank gemeinsam durchgehen. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Früher oder später, wenn man die ersten Entwicklungen an Datenbanken durchführt, kommt man zu der Frage, welchen Datenbankschlüssel benötige ich eigentlich? Deshalb sehen wir uns zunächst die Definition eines Datenbankschlüssels näher an. Ein Datenbankschlüssel dient in einer relationalen Datenbank, so wie es am SQL Server ist, die Datensätze, auch Tupel genannt, einer Tabelle bzw. Relation zu identifizieren. Ein Schlüssel ist eine Gruppe von Spalten, die so ausgewählt wird, dass jede Zeile über den Werten dieser Spaltengruppe eine einmalige Wertekombination beinhaltet. Kommen wir nun zu den verschiedenen Arten von Schlüsseln. Beginnen wir mit dem Primärschlüssel. Der Primärschlüssel dient zur eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes in einer Tabelle. Sehen wir uns das an. Ich befinde mich nun auf dem SQL Server bzw. bin ich mit dem Microsoft SQL Server Management Studio darauf verbunden. Ich habe darin zwei Datenbanken, einmal die AdventureWorks-Datenbank 2019, die etliche Tabellen beinhaltet. Nun sehen wir uns am Beispiel der Artikeltabelle das Thema Primärschlüsseln näher an. Wie hier zu sehen, besitzt diese Tabelle drei Spalten, und zwar Name, Farbe und Seriennummer. Der Inhalt der Tabelle bezieht sich auf Kraftfahrzeuge, wie zum Beispiel der Wohnwagen oder PKW, und ist dieser nach der Farbe und Seriennummer gespeichert. Nun, der Primärschlüssel definiert nun ein eindeutiges Attribut dieser Tabelle, welche als Schlüssel verwendet werden kann. In diesem Fall wäre ein eindeutiger Schlüssel die Seriennummer. Da diese Seriennummer den Inhalt dieser Tabelle bzw. diesen Datensatz eindeutig identifiziert. Dazu würde ich dann im Management Studio im Bereich Design, sprich dort, wo ich die Tabelle editieren kann, einen Primärschlüssel auf die Seriennummer setzen mit Set Primary Key. Wenn ich das durchgeführt habe, besitzt nun diese Tabelle einen eindeutigen Datenbankschlüssel bzw. Primärschlüssel. Kommen wir nun zur nächsten Kategorie von Schlüsseln. Und zwar nennt sich dieser Surrogate-Schlüssel. Gibt es in einer Tabelle keinen eindeutigen Schlüssel, so kann man einen künstlichen Schlüssel definieren. Hierzu wird meist eine fortlaufende Nummer als ID verwendet, um einen Datensatz eindeutig zu identifizieren. Der sogenannte Surrogate Primary Key wird in der Praxis sehr häufig eingesetzt. Angenommen, diese Tabelle besitzt nun keine eindeutige Seriennummer und müsste nun einen Surrogate-Schlüssel anlegen. Dann würde ich eine neue Spalte einfügen mit dem Kennzeichen ID, und zwar wiederum im Design-Modus. Ich setze den Primärschlüssel zurück und gebe nun eine neue Spalte, und zwar mit Insert Column, nenne diese ID und gebe noch einen entsprechenden Datentypen an, in diesem Fall int, da es sich um eine fortlaufende Nummer handelt, und kann nun die Konfiguration vornehmen, dass es sich um eine fortlaufende Zahl handelt, und zwar über die Identity Specification. Diese setze ich auf Yes und gebe an, dass die jeweils um 1 erhöht wird und auch bei 1 beginnt. Ich speichere nun diese Änderung, führe nun eine neue Abfrage auf diese Tabelle aus und sehe,
dass nun unsere ID-Spalte, welche als Surrogate-Schlüssel verwendet wird, eine eindeutige Identifizierung dieser Datensätze nun zulässt. Eine weitere Kategorie von Schlüsseln ist der Fremdschlüssel. Ein Fremdschlüssel verweist auf einen Primärschlüssel einer anderen oder der gleichen Tabelle und dient dazu, Verbindungen zwischen verschiedenen Tabellen herstellen zu können. Der Fremdschlüssel muss die referenzielle Integrität der Daten sicherstellen. Das heißt, er darf nur Werte annehmen, die in der Referenztabelle mit entsprechendem Wert im Primärschlüssel vorhanden sind. Ein Beispiel dazu. Sehen wir uns nun die Tabelle der Produkte an, so sehen wir, dass hier ein eindeutiger Produkt-ID-Schlüssel festgelegt ist und aber auch Fremdschlüsseln, und zwar 4 am Stück, angelegt worden sind, und zwar beispielsweise die Produkt-Model-ID. Diese befindet sich in der Tabelle hier. Diese ist hier leer, aber auch befüllt. Und zwar verweist nun dieser Fremdschlüssel Produkt Model ID auf die Tabelle Produkt Model. Diese beinhaltet nun als Beispiel den Primärschlüssel 55 in dieser Tabelle. Und zwar die Handlebars Mountain. Wie ihr seht, ist so eine referenzielle Integrität der Daten sichergestellt. Kommen wir nun zum nächsten Schlüssel, zum vorletzten, und zwar zum zusammengesetzten oder auch kombinierten Primärschlüssel. Dieser beinhaltet mehrere Attribute, welche gemeinsam den Primärschlüssel definieren und somit einen Datensatz auch eindeutig identifizieren. Zum Beispiel kann das eine Zusammensetzung aus Nachname, Ort und Geburtstag sein. Man muss nur sicherstellen, dass jede Kombination nur einmal vorhanden ist. Zurückgeführt auf unser Beispiel Tabelle Artikel, könnte ich auch stattdessen die Kombination, wenn die Seriennummer nicht eindeutig wäre, eine Kombination aus Seriennummer, Farbe und Name definieren, welche uns auch die Tabelle eindeutig der Datensätze zuweist. Nun kommen wir zum letzten Datenbankschlüssel, und zwar zum Geschäftsschlüssel, im Englischen auch Natural Key oder auch Business Key genannt. Diese Art von Schlüssel definiert anhand einer einzelnen Spalte, die einen einzelnen Datensatz in einer Tabelle eindeutig identifiziert, wobei die Schlüsselspalten aus echten Daten bestehen. Mit echten Daten ist gemeint, dass genau die Bedeutung der Werte zu diesen Daten natürlich vorkommen. Praktisch gesprochen verwende ich nun einen Natural Key oder auch Business Key, der zum Beispiel als Datensatzinhalt oder als Spalteninhalt eine Sozialversicherungsnummer oder auch, wie man es beim Verlag kennt, bei Büchern, die ISBN-Nummer. Dadurch kann sichergestellt werden, dass diese Eindeutigkeit durch die Daten gegeben wird. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema mit den Schlüsseln näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und würde mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!